Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du das neue Get's Buy richtig und effektiv nutzt und sozusagen das Maximale dabei für dich herausholst. Meine Lieben, das neue G2 ist raus und in diesem Video möchte ich dir unbedingt etwas ganz, ganz Wichtiges erzählen, und zwar, wie du es richtig nutzt. Denn das ist das erste G2, was du nicht einfach so hören kannst, sondern wo du vorher etwas tun musst, damit das G2 sein vollkommenes Potenzial entfalten kann. Ja? Und dazu musst du vor allem das tun. Also wie du schon herausgefunden hast, vielleicht hat das G2 drei Gates, also drei Frequenzen. Eine kurze Version mit 30 Minuten, nennt sich Training. Part 1, das ist sozusagen die Hauptfrequenz, die du zum ersten Mal hörst. Und Part 2, das ist sozusagen die Integration, wo du es integrierst. Die dauert 50 Minuten, also die Part 1 85, Part 2 50 Minuten. Und du hörst sie nicht hintereinander, nur zur Info. Also, das Ganze funktioniert so. Das Ziel ist, dass du deine Visualisierungsfähigkeit auf ein neues Level hebst. Und dazu, wenn du das andere Video von mir gesehen hast, was ich dir auf jeden Fall empfehle, bevor du dieses Video ansiehst, also das Einführungsvideo und Vorstellungsvideo von G2, dann verstehst du die Base und die ganze Basis dahinter, damit du das überhaupt machen kannst. Ja. Deswegen, falls du es nicht gesehen hast, schau dir jetzt das Video an und dann kommen wir wieder zu diesem Video zurück. Gut, also jetzt weißt du vermutlich, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze aufgebaut ist und worum es in dieser Frequenz geht. Und jetzt geht es darum, dass wir sozusagen die Frequenz nutzen wollen. Wenn du die Frequenz nutzen möchtest zum ersten Mal, dann gehst du mal eine gewisse Rotation durch. Das heißt, du gehst zu dir ins Wohnzimmer. Das ist immer ganz wichtig im Wohnzimmer, weil in der Frequenz gibt es die Rotation. Und die Rotation beginnt im Wohnzimmer im Schneidersitz und hört dort auch immer auf. Ja. Das heißt, du gehst ins Wohnzimmer als erste Phase und setzt dich hin im Schneidersitz und holst dir eine Position, wo du sagst, hey, das ist ein cooler Anblick und da kannst du wirklich lang verweilen und stell dir ein paar Sachen hin, die bewusst deine Aufmerksamkeit erregen. Gut, und dann suchst du dir 7 Szenarien durch. Ja? Du kannst auch weniger, 5 bis 7, aber ich empfehle 7. Je mehr, desto besser. Was sind Szenarien? Ja? Ein Szenario ist zum Beispiel, du gehst zu einer Blume und du greifst die Blume an und fühlst sie. Du kannst sie riechen, du kannst sie vielleicht auch schlecken oder was auch immer, dass du so viele Sinne wie nur möglich erlebst. Ja? Dann gehst du zum Beispiel zu einem Teppich, der sehr flauschig ist und berührst ihn und bewegst ihn. Und das machst du jeweils sehr, sehr lang und sehr intensiv. Ich komme da gleich drauf zu sprechen. Ja? Dann gehst du zum Beispiel zum Kühlschrank, ja, und machst die Kühlschranktür auf. Machst sie wieder zu, machst sie danach wieder auf und dann ist noch mehr Druck und fühlst sozusagen diesen Druck und das auf und zu. Und wichtig ist, dass nach jedem Szenario und vor jedem Szenario du, wenn du bei einer Rotation bist und vor einer Szene bist, dass du dir das Bild einprägst vom Raum, also wie sieht das raus. Also wenn du fertig bist mit der Rotation, blickst du in Richtung deiner nächsten Position, von deiner nächsten Sequenz und dann blickst du dir das an und machst wie ein Foto, wie ein Snapshot, wie eine Fotografie von dieser Position. Idealerweise nimmst du auch dein Handy und machst echt ein Foto von der Position. Das brauchst du dann später. Und gehst dann zu deiner nächsten Position, gehst rein in die Szene und dann stehst wieder auf, drehst dich um, blickst zu deiner nächsten Position, wo du hingehst, machst ein Foto, schaust dir den Raum ganz detailliert an und dann gehst du zur nächsten Sequenz, machst das ganz intensiv. Und so gehst du deine Rotation durch. Was kannst du noch machen? Du gehst ins Badezimmer, putzt deine Zähne. Wenn du eine Katze hast, dann streichle deine Katze und so weiter. Also alles Dinge, die Emotionen koppeln mit Bildern, mit Visualisierungen, mit Gefühlen. So viele Sinne wie nur möglich ansprechen. Du gehst irgendwo hin, wo ein Stoff ist und greifst diesen Stoff an und so weiter. Dass du es ganz, ganz intensiv fühlst und spürst. Das ist ganz wichtig. Ja? Weil wir wollen nämlich ein Bild, eine Szene koppeln in deinem Gehirn, dass dir so eingebrannt wird, wenn du später dir das mehrmals vorstellst, dann wird das sehr, sehr intensiv werden, weil du eine Rückkopplung hast, weil du es ja schon mal echt erlebt hast, anstatt du machst deine Augen zu und stellst dir einfach nur irgendwas vor. Gut, also,
Du gehst mal so grob deine sieben Szenen durch, so entscheidest dich für sieben Szenen. Wichtig ist, dass das gekoppelt wird mit allen Sinnen. Dann hast du deine Liste, wo du von einem Checkpoint zum nächsten gehst und kannst das gerne hier auch aufschreiben. Ich habe hier stehen, Ziel ist es, ein Bild mit einem Gefühl zu koppeln. Übrigens habe ich für die ganze Rotation im Shop bei G2 im Bereich Downloads eine PDF, wo ich dir das Ganze nochmal schriftlich aufgeschrieben habe, dass du da nichts vergessen musst oder das Video nicht nochmal ansehen musst. Ja. Also du koppelst das, also sprich Katze streicheln, Teppich fühlen, Kühlschranktür aufmachen, schließen, Zähne putzen, sich dabei in die Augen schauen. Ganz wichtig ist, dass du eine Szene auf jeden Fall brauchst, wo du vor einem Spiegel stehst und dich ansiehst. Ich empfehle es vielleicht sogar als letzte Szene nach dem Zähneputzen, danach die Hände waschen und du wäschst deine Hände mit deiner Seife immer wieder. Ganz, ganz intensiv, sehr, sehr intensiv und holst dir das sehr lange rein, prägst dir das Ganze ein, das ganze Gefühl, das Wasser, die Wärme, die Seife, das Cremige und dann trocknest du es am Handtuch ab und so weiter und danach stellst du dich zum Spiegel und blickst dir ganz, ganz tief in die Augen. Warum? Das ist zwar für diese G2 nicht wichtig, aber ich erstelle gerade ein Astralreisen-Bundle, wo ich dir 10 verschiedene Astralreisenfrequenzen in einem Zusammentum mit jeweils unterschiedlichen Techniken und eine Generalhypnose-Induktion dafür und eine Condition dahinter noch, die dahinter läuft. Und dazu ist das G2 nämlich sehr, sehr ausschlaggebend, denn dieses G2 ist das ultimative Training dafür, dass du danach deine astralkörperlichen Erfahrungen und luzide Träume sehr einfach indizieren kannst. Das ist sozusagen, das G2 ist das Vortraining für alles, was danach kommt. Ja. Und da gibt es halt die Szene, wo du dann immer zum Spiegel gehst und wenn du dann irgendwann außerkörperlich bist und du stehst vorm Spiegel, dann wirst du halt was anders sehen und dann wirst du wissen, dass du schon außerkörperlich bist und deswegen ist es wichtig, in deiner Rotation eine Szene aufzubauen, wo du vorm Spiegel stehst. Ja. Gut, dann, also du gehst deine Rotation durch, dann kommen wir zur Phase 2. Phase 2 ist, du hast eine Frequenz in G2, nennt sich Trainingsfrequenz. Ja. Training dauert 30 Minuten, das ist ein Isochronoton, der also alle G2-Varianten, alle drei haben 6,3 Hertz bis 4 Hertz aus Astralreisenfrequenzen drauf. Das heißt, die trainieren passiv auch den Gehirn auf außerkörperliche Erfahrungen, luzide Träume und so weiter. Ja. Weil wir das ja später dann benötigen in den nächsten Gates und deswegen trainieren wir das hier sehr, sehr intensiv. Die Induktion bei der längeren fängt bei 12 Hertz an und geht dann schön langsam runter in die Alpha- und Theta-Wellen hinein. Ja. Und dann hält es dich in diesem Zustand, wo auch die Verankerung der Hypnose in diesem Herzbereich sehr, sehr intensiv wirkt. Ja. Gut, also du startest deine Trainingsmusik und das ist ein isochroner Ton, das heißt, du benötigst nicht zwingend Kopfhörer. Also du kannst das auch einfach so auf dem Handy abspielen lassen, du wirst dann im Hintergrund so ein kleines Klopfen und so ein Bap, 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 damit das Gehirn sozusagen den isochronen Ton übernimmt. Also du kannst es trotzdem auch mit Kopfhörer hören oder einfach nur auf Lautsprecher irgendwo hinstellen oder dann einfach mitgehen lassen, damit du diese Musik hörst, weil später, wenn du in der Frequenz in Part 1 oder Part 2 das Ganze hörst, dann wirst du nämlich bei den Szenen, bei den Sequenzen, bei der Rotation dieselbe Musik haben und dann wird dein Gehirn eine Rückkopplung zwischen Musik, Frequenz und Szene haben, damit deine Vorstellungskraft damit noch viel, viel intensiviert wird. Ja. Also, ich habe hier stehen, Handy laut hinstellen, laut laufen lassen, dort läuft der isochrone Ton. Das bereitet dich dann später auf das erstmalige Hören von G2 vor. Ja. Dann, wichtig ist, schau dir das Video zu Ende an, unbedingt. Ich weiß, es ist ein bisschen länger als üblich, aber das ist ganz, ganz ausschlaggebend und hochgradig notwendig, damit du das Ganze nutzen kannst, so effektiv wie nur möglich. Dann am Schluss erzähle ich dir noch ein paar wichtige Sachen, die in der Frequenz vorkommen, die du tun solltest, damit das Ganze auch sein Potenzial, dass du es ausschöpfst. Ja. Also, du startest dann im Wohnzimmer, im Schneidersitz, drückst auf Play. Und dann gehst du, du startest und dann tust du mal, und das ist ganz, ganz wichtig, diese Position dir ganz detailliert einprägen. Und da empfehle ich dir, ich habe hier stehen, 20 Minuten mal vorher zu meditieren. Also du machst deine Augen zu, meditierst, dass du in eine schöne Trance hineinkommst. Du kannst dabei die Frequenz laufen lassen und vielleicht in einen Loop, dass sie dann wieder von vorn beginnt. Dann meditierst du, dass du in einen schönen meditativen Zustand hineinkommst.
ein Zustand, wo du hochgradig achtsam bist und nicht denkend. Ja? Am besten, du sagst dabei mehrmals das Codewort Blue, wenn du GT1 vorher trainiert hast. Ja? Dann switchen wir rüber, dann machst du deine Augen auf, meditierst noch und dann blickst du dir, also du machst einen starren Blick. Ja? Also du schaust nach vorne und das machst du 5 Minuten, also du schaust dir das ganz detailliert an. Versuch dich nicht zu bewegen dabei, du blickst ganz genau einfach nach vorne. 5 Minuten lang blickst du einfach nur dahin und du schaust einfach nur, du holst dir, du fotografierst diese Szene. Dann blickst du nach links, blickst 5 Minuten in diese Richtung und fotografierst diese Szene. Und dann blickst du nach rechts und fotografierst diese Szene, machst auch 5 Minuten. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 15 Minuten, bist du am selben Ort gewesen und hast dir alles ganz genau angeschaut. Du kannst dabei so die erste Hälfte einfach nur anschauen, Überblick, also alles holen. Und die zweite Hälfte der 2,5 Minuten gehst du in die Details hinein. Du schaust dir die Blume genau an. Du schaust dir alles genau an, du jede Szene, alles ganz genau, jedes Detail. Also zuerst ein Überblick vom Raum und dann in die Szene rein, in die Details hinein. Das ist wichtig, weil dann hast du sozusagen deine Startposition komplett fotografiert. Ja? Du kannst ja natürlich dann am Schluss dann nochmal 5 Minuten Zeit nehmen, dich richtig umschauen, alles nochmal einprägen und so weiter. Weil dort beginnst du mit deiner Rotation und dann hast du einfach das Bild vollkommen klar. Und je mehr Zeit du dir dafür nimmst, je intensiver wirst du bei der Rotation die Visualisierung sehen und danach auch verbessert haben. Ja, das ist wichtig. Gut, dann geht es in die nächste Phase. Wichtig ist, dass du bei der Rotation sozusagen, dass du dann sozusagen aufstehst, wenn du fertig bist mit deiner ersten Phase. Dann stehst du auf und dann gehst du zu deiner ersten Sequenz, also du gehst zu deiner Blume. Ja? Und wichtig ist, wenn du gehst, dann geh so langsam wie nur möglich im Detail, also wirklich auch den Weg, dir alles anzusehen und so weiter, ganz, ganz detailliert wie in Zeitlupe. Und dann gehst du zu dieser Blume, berührst sie, machst alles in Zeitlupe und holst dir volle Aufmerksamkeit. Also das Ziel ist, wenn du das öfter gemacht hast, dass du das Ganze, was jetzt als Vorbereitung kommt, kannst du natürlich mehrmals hintereinander machen, also wirklich jeden Tag. Und immer wirst du es dann nicht mehr benötigen, weil das schon so intensiv sein wird, dass wenn du die Augen zumachst, dir das später vorstellst, dass du dann keinen Unterschied mehr kennst, ob du echt dort bist oder ob das in deiner Vorstellungskraft ist. Das ist sozusagen das Ziel von diesem neuen Gate 2, von dieser neuen Methode. Was dazu führt, dass du dann ganz einfach in luzide Träume oder in außerkörperliche Erfahrungen schlüpfen kannst, indem du einfach die Augen zumachst und dir das einfach vorstellen kannst und schwuppdiwupp geht dein Bewusstsein drüber. Also du gehst zu deiner ersten Sequenz. Dann, bevor du vor deiner ersten Sequenz bist, machst du dir ein Standfoto. Du bleibst dort wieder stehen ein paar Minuten und schaust dir alles ganz genau an, gehst zu deiner Sequenz, machst deine Übung dort, dann drehst du dich um. Und dann blickst du zu deiner nächsten Sequenz, zu deinem nächsten Checkpoint. Und dort ist es wichtig, dass du, wenn du hinblickst, dir die Position wieder einsprichst. Also du bleibst ein paar Minuten auf dieser Position stehen, schaust dir diesen Raum ganz detailliert an, also diese wie ein Foto. Idealerweise nimmst du auch dein Handy in die Hand und machst ein Foto von dieser Sequenz, weil das wirst du später benötigen. Ja? Also am Handy. Ne? Und so gehst du dann zur nächsten Position, machst deine Übung dort, drehst dich um, machst ein Foto. Gehst zur nächsten Sequenz, machst ein Foto, auch während du vielleicht die Übung machst, ein Foto machen. Und dann machst du deine Übung, koppelst Visualisierung, Gefühle mit Emotionen. Vielleicht irgendwas, was du auch schmecken kannst, schlecken kannst, dass du einfach alle Sinne aktivierst dabei. Ne? Und so gehst du dann die ganze Rotation durch, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Dann, wenn du fertig bist, gehst du zurück ins Wohnzimmer, machst wieder ein Foto vom Wohnzimmer, von der Position. Also am besten halt, wenn du dir wie so eine Mario Kart Strecke, kannst du das vorstellen, die gehst du dann ab und du machst immer wieder die ganze Zeit dabei Fotos mit dem Handy und dann gehst du dich hin und so weiter und dann setzt du dich hin, machst wieder ein Foto von deinem Wohnzimmer und so weiter, vielleicht eins hier, da und dann blickst du wieder alles ganz detailliert an und machst wieder deine Augen zu und meditierst wieder mal kurz. So, das wird jetzt ein bisschen länger gedauert haben, wenn du das gemacht hast, aber du hast einen ultimativen Effekt dabei erzeugt, und zwar du hast eine Rotation aufgebaut, wo du alles sehr intensiviert hast, ja. Und das wird dann in G2 und 3 in Hypnose trainiert und verankert. Gut. Dann machst du Folgendes. Das, was jetzt kommt, ist kein Pflicht, kein Muss, aber es führt das, was du jetzt dann tust und auch später in der Frequenz,
deine Skala von wie gut du visualisieren kannst von 10% auf 100 anheben. Ja? Und das ist, es gibt Forschungen, die wurden gemacht, wenn du Vorstellungskraft trainierst mit Farben, also wenn du dir vorstellst, dass alles in Rot ist, dass alles in Grün ist und so weiter, und das öfter gemacht hast, dann wirst du einfach eine viel intensivere Vorstellungskraft haben. Und das trainieren wir jetzt. Und zwar machst du so, du gehst auf Amazon und kaufst dir entweder so verschiedene Brillen. Ja? Gibt es ja so verschiedene Farbbrillen, da gibt es einen eigenen Namen dafür, wo du in den Chakrafarben einfach Farbbrillen dir kaufst. Und dann gehst du deine Rotation nochmal durch, aber nicht so lang, sondern in 3 Minuten, weil du hast in der Sequenz ungefähr 3 Minuten Zeit, wo du deine Rotation durchgehst. Ja? Und dann gehst du sie einmal, also ohne Farben, also ganz normal, wenn du fertig bist bei deiner langen Übung, setzt du dir einen Timer, ja, von 3 Minuten, so einen Countdown, und dann gehst du in 3 Minuten deine komplette Sequenz durch. Ja? Eine komplette Sequenz. Wenn der Timer fertig ist, solltest du dann wieder sozusagen dann auf deiner Ausgangsposition sein. Das machst du so oft, bis du es wirklich schön koordiniert hast, dass du das Ganze in 3 Minuten schaffst. Weil später in der Übung kann es sein, dass du dich in einer Sequenz verlierst, ja, und dann 2 Minuten nur bei einer Sequenz bist, weil du schon in Trance gehst und in den Traumzustand verschmilzt. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich dabei wach hältst, und deswegen ist die Übung mit den 3 Minuten wichtig. Ja. Das heißt, du machst das einmal normal, dann machst du es einmal, also sehr intensiv, so 20, 30 Minuten, wenn nicht länger. Dann meditierst du wieder und dann gehst du das Ganze in 3 Minuten durch. Und dann setzt du dich wieder hin. Und jetzt ist es wichtig, was jetzt kommt. Und zwar musst du nicht machen, aber es wäre eine Empfehlung. Du kaufst dir bei Amazon halt diese Farbbrillen, setzt sie auf und du startest immer mit den Chakrenfarben von unten nach oben, also mit Rot, Orange, Gelb, Grün und so weiter von unten nach oben. Und dann gehst du deine Sequenz in 3 Minuten mit der Farbe durch. Ja, und wichtig ist nicht, in der Nacht zu machen, die Übung, also geht natürlich, aber mit dem künstlichen Licht erzeugst du andere Farbtöne. Das heißt, am Tag, wenn es hell ist, das Ganze zu machen, dann hast du nämlich eine richtige rote Farbe, ne? Oder eine richtige grüne Farbe. Also du gehst dann deine Sequenz, deine 3-minütige Sequenz in jede Farbe durch. Das heißt, du setzt dich dann hin, machst eine normale Rotation in 3 Minuten, setzt dich hin, tust dir rote Brille rauf, blickst dir das Ganze nochmal an, sehr detailliert, also am Anfang ein bisschen mehr Zeit lassen, und dann gehst du in 3 Minuten, wenn du dann losgehst, also kannst du 5 Minuten zum Beispiel das Ganze betrachten in Rot, dann gehst du dann setzt du deinen Countdown auf Play und dann gehst du in 3 Minuten deine Rotation durch. In Rot setzt dich hin, schaust dir nochmal alles in Rot an, tust deine Brille runter, meditierst kurz 1-2 Minuten, tust die nächste Farbe rauf, in dem Fall Orange. Bleibst wieder 5 Minuten da, schaust dir das Ganze in Orange an und dann Countdown 3 Minuten und dann gehst du die ganze Rotation in Orange durch. Setzt dich hin, schaust dir nochmal alles in Orange durch, tust die Brille wieder zurück, Augen zu, meditieren und dann die nächste Farbe. Und so trainierst du sozusagen deine Rotation in allen Farben. Weil später machen wir nämlich die Rotation einmal normal in der Frequenz und dann später in allen Farben. Und danach wieder normal. Und dann wirst du merken, bist du deppert in Österreichisch, dann wird deine Visualisierungsfähigkeit durch die Farben sowas von gestiegen sein. Wenn du das dann öfter machst, dann, ja, ich kann ja nichts viel darüber erzählen. Gut, dann, falls du keine Brillen findest bei Amazon oder so, es gibt sicher im Internet auch andere Shops, dann kannst du dir auch ganz normal so Farbfolien kaufen, so durchsichtige Farbfolien, und dann machst du dir selbst eine Brille oder tust einfach nur deine Folie drüber, übers Gesicht halten und schaust einfach das Ganze an, weil später, wenn du es zum ersten Mal gemacht hast, wenn deine Visualisierungsfähigkeit noch nicht so gut ist, dann kann es sein, dass du dir das schwer vorstellen kannst, wie es ist, wenn alles rot ist. Ja. Darum ist es immer gut, einfach nur eine rote Folie zu kaufen, mal übers Gesicht zu halten und dann schaust du dir das Ganze in Rot an. Dann wirst du später in der Vorstellungskraft, wenn du dir diesen Raum ansiehst und du willst wissen, wie das ist, wenn alles rot wäre, dann wirst du es dann wissen in der roten Folie. Ne. Gut, das ist das eine. Ja. Und dann gehst du so deine Farben durch und dann setzt du dich wieder hin. Dann machst du nochmal in normal deine Rotation, also ohne Farben. Ja. Dann holst du dir eine Farbskala. Ich habe in der PDF, in einer PDF im Anhang im Shop, also du gehst einfach auf G2, da gibt es Downloads und da gibt es eine eigene Ressourcen-PDF. In den Ressourcen findest du diese ganzen Chakrenfarben, also Indigo, Blau und so weiter, wie die wirklich aussehen. Die
kannst du dir ausdrucken oder auch nicht. Und wichtig ist, dass du dir dann diese Farben, bevor du zum ersten Mal Part 1 hörst von G2, nicht bei Part 2 beginne. Part 2 hat nichts mit Part 1 zu tun, also du hörst es nicht danach an, sondern das Part 2 dient nur als Training, wenn du es kürzer haben möchtest, also wenn du die Induktion, die Hypnose nicht machen möchtest. Ja. So, also du gehst das Ganze dann durch, ne? Und dann schaust du dir danach die Farben nochmal an, dass du wirklich diese Farben, wie sie sind, holst, ja. Also dir einprägst und ganz genau anschaust, weil später, du verschmilzt ja bei der Übung dann mit dem goldenen Ei und das wird dann aus zu dieser Farbe und dein Bewusstsein verschmilzt dann mit dieser Farbe. Und dann ist natürlich immer gut, wenn du bevor du G2 gehört hast, dir diese Farbe ganz genau angesehen hast, dann hast du eine Rückkopplung, wie schaut denn die Farbe genau aus. Weil wir wollen ja natürlich genau dieselbe Farbskala erwischen, damit wir uns koppeln können an das Chakrensystem von unseren Höhlen selbst, damit unsere Chakren mit deren Chakren eins werden. Ja. Gut, dann, bevor du dann wirklich dich hinlegst und zum ersten Mal G2 Part 1 hörst, also die lange Version, kleiner Tipp, jetzt packst du dein Handy aus und gehst nochmal deine ganzen Fotos durch, die du gemacht hast und gehst nochmal deine ganze Rotation durch, blätterst dir alles an, schaust dir das Ganze nochmal an, dann hast du nochmal eine Rückkopplung, nochmal alles in Erinnerung geholt und so weiter, dann legst du dein Handy weg, Flugmodus und dann startest du G2 mit Schlafmaske und Kopfhörern. Ja, und beim G2 Part 1, das dauert ja 85 Minuten, das ist ein bisschen länger, da ist ungefähr die erste halbe Stunde ist circa, also die komplette Induktion, Hypnoseinduktion, Vertiefung plus eine ganze Story, wo du durchs Haus gehst. Das ist auch ein richtig krasses Training. Also die halbe Stunde, die vorher kommt, ist Visualisierungstraining. Also du gehst dann in dein Haus hinein, greifst eine Tür. Ich habe das wirklich echt nachgebaut. Ich habe sehr viel Zeit mir genommen beim Produzieren. Also wenn du zum Beispiel zum Wasserhahn gehst, das Wasser aufmachst, dann habe ich wirklich ein 360 Grad Mikro genommen und habe es hingestellt, dass du die Position vom Wasser dort hier vor dir hast, dass du das wirklich hörst mit Indra, wie vor dir das Wasser plätschert, oder du gehst am Fluss entlang und da ist auf der linken Seite, dann hörst du, wie der Fluss links ist, wie er sich bewegt, und die Vögel hörst du überall hören mit dem 360 Grad Mikro. Ich habe dein eigenes Video auf meinem Brother-D-Kanal gemacht, wie ich im Wald die ganzen Naturaufnahmen mache. Ja. Übrigens, die Musik, die Vögel, die du in diesem G2 hörst, sind die Vögel, die ich in dem Video, was ich dort erstellt habe, mein Kanal, ich blende es dir vielleicht irgendwo hier ein, die habe ich genau dort in den Wald aufgenommen, falls du sehen möchtest, wie dieser Wald aussieht. ja, dann hörst du sozusagen das G2 komplett durch fertig an, ja. Und am Ende von G2 bist du sozusagen, ist alles dann aufgelöst, du bist wieder zu Hause, du kommst wieder an mit dem Codewort Home. Und dann wird es nämlich ganz, ganz spannend, weil dann heißt es auf einmal, bleib noch liegen. Und dann hast du nochmal 5 Minuten Zeit, wo ich dir sage, und jetzt mach nochmal deine Augen zu und geh nochmal deine Rotation durch. Weil es ist nämlich so, wenn du nämlich mit der Hypnose fertig bist und du kommst wieder raus, du machst deine Augen auf und alles ist wieder gut, dann bist du noch vollkommen in der Posthypnose. Das heißt, du bist in einem ultimativen hypnotischen Zustand, der sehr, sehr stark wirkt, wo du jetzt noch voll hypnotisierbar bist. Und dann heißt es, okay, du bist wieder da und mach nochmal kurz die Augen zu und geh nochmal deine Rotation durch. Weil dann passiert nämlich Folgendes, da du ja natürlich das Training bis jetzt gemacht hast mit den Farben und dann aber noch voll in der Hypnose bist und danach wach bist und dann dir vorstellst, dass du nochmal die Rotation durchgehst, also in allen Farben, also in echt halt, dann wird dein Gehirn in der Vorstellungskraft, wirst du einen unterschiedlichen Effekt erleben. Also du wirst ja am Anfang das Ganze visualisieren, dann wirst du es mit den jeweiligen Farben deiner Rotation durchgehen und danach in der Posthypnose nochmal, ja, also ohne Farben. Und dann wirst du einen vorher, wie du vorher visualisieren konntest und wie du nachher visualisieren konntest. Und dann hat dein Gehirn eine Referenz, ja, und zwar wie ist es da und wie ist es hier. Und dann wird das Gehirn in der Hypnose sich denken, boah krass, das Unterbewusstsein, das hat ja voll gewirkt, meine Visualisierungsfähigkeit ist ja voll gestiegen, und wird dann die gesamte Hypnose und alles, was du gemacht hast, dann im Unterbewusstsein dadurch verankern, weil es einen Vorher-Nachher-Referenzpunkt hat, so ähnlich wie im Ende von Gate 1. Ja? Und dadurch wird das Unterbewusstsein sozusagen damit richtig intensiv arbeiten können. Und wenn du das dann öfter gehört hast, dann wirst du nicht hier beginnen, sondern du wirst hier beginnen,
sogar noch höher beginnen, aber ich erzähle gleich warum. Und wirst dann von hier aus deinen Ausgangspunkt, dann hörst du es dir nochmal an und wirst dann auf diesem Level sein. Und so wirst du dann immer höher steigen und immer besser werden. Und deine Visualisierungsfähigkeit wird dann immer intensiviert werden. Ja. Also so, jetzt geht es um Folgendes. Du machst Folgendes. Als nächster Schritt, wenn du es fertig hast, das hörst du idealerweise 1 bis 2 Mal am Tag an. Ja. Also wenn du Zeit hast, mach vielleicht die andere Übung auch noch einmal. Oder zumindest einmal am Tag das Ganze, 3 Tage lang reicht schon. Es sei denn, du merkst, okay, du tust dir das schwer, dann mach es einfach öfter. Je öfter du etwas von diesen Übungen machst, desto intensiver wird es einfach wirken, ganz simpel. Bei den einen wirkt es schon einmal, bei den anderen braucht es gar nicht machen, bei dem ist schon richtig krass. Und bei den anderen, der muss halt öfter machen. Also jeder hat halt, der eine beginnt halt hier und der andere da. Ne? Das, was die gesamte Übung, die ich dir vorstelle, gilt für alle drei. Also die gilt für den kompletten Anfänger und für den, wenn der schon gut visualisieren kann, diese Übung macht, dann bringt er dieses Level auf ein ganz hohes Niveau. Und der das ganz schlecht kann, bringt es von ganz schlecht auf ein hohes und gutes Niveau. Und das ist dann der neue Ausgangspunkt für das nächste Mal. Ja. Gut. Wie geht's weiter? Also, du hörst dir das 1 bis 2 Mal an. Ja. Du kannst beim zweiten Mal hören die Part 2 verwenden, also musst nicht, du kannst auch die lange Vision verwenden, die das nochmal ein bisschen intensiviert, das Visualisierungstraining. Die zweite Vision dauert 50 Minuten, ist halt nur kürzer und beginnt direkt in den Wolken, mit den, wo du deine Rotation dann beginnst, plus die Verankerung vom goldenen Ei und so weiter ist dort natürlich noch mit inkludiert. Ja. Aber auf jeden Fall das erste Mal richtig hören, immer die Part 1 hören, weil die verankert das Ganze und bringt dich mal in eine Grundhypnose rein und koppelt dich mit der Story vom Gate-Programm. Ja. Gut, dann empfehle ich dir, das Ganze entweder in der Früh oder am Abend zu hören. Ja. Dann je 3 bis 7 Tage. Ja. Also das heißt, du machst das ungefähr 3 bis 7 Tage, wie du auch möchtest. Du musst das nicht zwingend machen, aber wichtig ist, dass du vor allem in den ersten 3 bis 7 Tagen das wirklich regelmäßig machst, weil wenn du es einmal ein paar Tage nicht gemacht hast, dann geht deine Visualisierungsfähigkeit immer ein bisschen runter und dann hast du die letzten 2 Male dann umsonst gehört. Darum ist es wichtig, dann in eine Rotation das Ganze einzubauen, dass du es dann ein paar Mal gehört hast. Dann verbesserst du es so gut, dass du es danach nicht mehr benötigst, weil danach ist es ganz, ganz intensiv und danach ist einfach deine Fähigkeit so und bleibt so. Ja. Und dann ist es wichtig, dass du dann, wenn du es gehört hast, vom Bett, also jeden Abend, bevor du ins Bett gehst und dich hinlegst, deine Augen zumachst und dann deine Rotation einfach nochmal durchgehst. Weil das ist ein ganz simpel gemacht, es dauert nur 3 Minuten und ich würde immer die Rotation starten, du machst die Augen zu, bist im Wohnzimmer, stellst dir dein goldenes Ei vor, sagst davor das Wort Codewort Blue, danach das Codewort Safe, danach das Codewort Avatar, damit deine Chakren geöffnet sind und dann gehst du deine Rotation einfach durch, zack, bumm, und dann bist du fertig und dann schläfst du dann ein. Und dann wirst du merken, wenn du das jeden Tag machst, dass du dann das G2 nicht mehr so oft hören musst, weil du ja jeden Tag trainierst, ja. Und das ist nämlich dann der Durchbruch. Und wenn du dann später einfach nur sagst, ich möchte es nur kurz trainieren nochmal, dann machst du einfach deine Augen zu und hörst dir einfach Part 2 an, wo du sozusagen die Induktion auslässt und einfach nur beim Training beginnst. Ja. Dann habe ich noch etwas für dich und zwar, wie gesagt, ich mache jetzt gerade hier ein Astralreisen-Bundle mit 10 verschiedenen Techniken und dazu wird halt G2 Voraussetzung sein, also nicht zwingende Voraussetzung, aber es ist das perfekte Vorbereiten für das Bundle, für das Training, ja. Wo du dann sozusagen dann ganz leicht außerkörperliche Erfahrungen erleiden kannst. Und wenn du das natürlich trainiert hast, dann kannst du mit diesen, also alle Techniken, die ich dir dann dort vorstelle, sind 10 verschiedene Induktionstechniken für Astralreisen und alle beruhen auf krasser Visualisierung. Und wenn du natürlich hier das trainiert hast, dann wird das Ganze auf ein ganz anderes Level gehoben und deine Erfolgsquote beim Astralreisen, Seelenreisen und so weiter, luziden Träumen, wird von hier ganz woanders sein, ja. Und das ist auch der Grund, warum ich mir gerade jetzt für den neuen Gates in MDM viel Zeit gelassen habe, damit das Ganze sehr, sehr intensiv ist. Vor allem zählt bei mir die Wirkung. Die Wirkung, das Ergebnis zählt. Alles andere ist schön, eine schöne Meditation zu haben, aber vor allem Effekt muss dabei rauskommen und deswegen diese
Übungen, dieses geht. Ich habe mir jetzt viel Zeit gelassen. Tut mir leid, dass ich dir deine Zeit geraubt habe in dem Sinne. Aber es war mir sehr, sehr wichtig, dass ich dir ganz detailliert erkläre, wie du das machen kannst. Du kannst natürlich zu dieser Rotation selbst noch ein paar Sachen einbauen, wo du sagst, hey, mit denen kann ich es noch ein bisschen verbessern. Wichtig ist, hol dir auch die PDF, wenn mir noch ein paar Sachen einfallen, wo ich sage, hey, das kann man noch besser machen, dann schreibe ich die in den Nutzungs-PDF hinein und die kannst du dann direkt auch nutzen dafür. Ja. Also, in dem Sinne, es ist mir eine riesengroße Freude, das neue G2 zu veröffentlichen, um dir einfach zu zeigen, wie du das am besten nutzen kannst und dein maximales Potenzial dabei entfalten kannst. Und ja, lass dich überraschen und gib mir auf jeden Fall, wenn du es gehört hast und ein paar Mal genutzt hast und einen Effekt erlebt hast, schreib mir eine Kundenrezension im Shop, denn ich möchte, es ist mir wichtig, dass ich sehe und was ist dein Feedback, was erzählst du mir drüber, wie hat es bei dir gewirkt, dann weiß ich, ob ich da das Ganze in die richtige Richtung gemacht habe. Oder wenn dir noch was auffällt, was man noch verbessern könnte, schick uns einfach ein Ticket, dann können wir das in der nächsten Version mit einbeziehen. Ja. In dem Sinne, vielen, vielen lieben Dank für dein Vertrauen und ich freue mich, dich dann gleich in GT2 zu hören, beziehungsweise du wirst mich dann hören und wir werden dann gemeinsam auf die Reise gehen. Also,